Gut. Schauen wir uns doch mal an, was wir auf dieser Holodisk finden. So. Es wurde mal wieder transferiert. Ich habe ein ganz normales Lasergewehr übrigens. Habe ich noch ein anderes? Ich habe noch ein Plasmagewehr. Ah, Lasergewehr. Ah, Lasergewehr und Plasmagewehr. Ich verstehe. Was habe ich transferiert? Genau. Pip-Boy bei Status, glaube ich. Militärbasis Ebene 4. Die Ausgrabung verläuft nach Plan. Den alten Error. Blaupausen der Basis nach sollten wir bald im Containerbereich sein. Verstärktes Vorkommen des FEV-Virus in der Luft und Bodenproben, die wir genommen haben. Zum Glück ist in unsere Anzüge ein Filter gegen das Virus eingebaut. Sagt den Mitgliedern der Enklave, dass wir vermutlich bald eine reine Probe des mutierten Gens bekommen. Ich habe auch Änderungen an den Bergleuten beobachtet. Sie scheinen irgendwie stärker zu sein, sind ausdauernder und haben eine etwas andere Hautfarbe angenommen. Das sind offensichtliche Anzeichen für eine Mutation durch FEV. Die Männer werden langsam nervös, weil auch sie die Änderung bemerkt haben. Obwohl ich die Anzahl der Wachen erhöht habe, fürchte ich, dass wir, wenn die Arbeiter vollständig mutieren, zahlenmäßig weit unterlegen sind. Da wir nur die örtliche Bevölkerung als Arbeitskräfte einsetzen, hoffe ich, dass keine vollständige Mutation eintritt, solange sie nicht direkt in eine reine Quelle ausgesetzt sind, eingetaucht werden. Oder solange sie dem Virus nicht längere Zeit ausgesetzt sind. Sie werden sich erinnern, dass kleinste Mengen des Virus in der Region entdeckt wurden. Untersuchungen an Versuchspersonen, die in diesem Gebiet leben, haben gezeigt, dass sie eine gewisse Toleranz gegenüber dem FEV-Virus entwickelt haben. Trotzdem rate ich zu Vorsicht, da ein derartiger Kontakt mit dem FEV-Virus nie in unsere Berechnung eingegangen ist. Ich rate dazu, den Eingang zur Basis so zu präparieren, dass er einstürzt, sobald eine reine Probe vorhanden ist. Das wird die betroffenen Bergleute in der Basis einschließen und verhindern, dass feindlich eingesonnene Personen das Virus bekommen, sobald wir weg sind. Okay. Was hat mir das jetzt geholfen? Nicht so richtig viel. Status. Ansonsten haben wir momentan nicht so richtig viel. Oder Archiv. Ja, ansonsten haben wir momentan nicht so richtig viel zu tun. Warte mal, Arroyo. Hol das Gag für Arroyo. Ich habe das Gag für Arroyo geholt. Hat nur nicht wirklich funktioniert. Denn, Lara will wissen, was in der Kirche bewacht wird. Das wird wohl nicht mehr funktionieren. Klammert. Also mal durch. Modok. Sind wir durch. Walled City. Sind wir im Prinzip auch durch. Können wir wieder mal hingehen, um ein paar Dinge zu verkaufen. Gecko. Besorge den dreistufigen Plasmatransformator für Skeeter. Ja. Suche Woody den Ghoul für Percy. Versuche es in Dan. In Ordnung. Gecko müssen wir mal wieder besuchen. Broken Hills. Sind wir durch. Denke ich. New Reno sind wir, naja, so halb durch. Liefere 10 Cat-Sport-Zeitschriften bei Miss Kitty ab. Das klappt mäßig. Und suche den Endorphin-Blocker, um ein Gegenmittel gegen Jet herzustellen. Ja, yeah. Und Richard Wright natürlich. Gut, Vault 15. Da können wir möglicherweise Endorphin-Blocker suchen. Neue Kalifornische Republik. Beschaffe die Karte von den NKN-Rangers. Nein, nein, nein. Und Vault 13. Haben wir schon. Sprich mit Goris. Ja, es hat super geklappt alles. Redding. In Ordnung. So, wo können wir uns jetzt, das ist jetzt natürlich die Frage, wo können wir uns jetzt Hilfe verschaffen? Denn ich glaube, dass wir langsam mal wieder etwas Hilfe gebrauchen könnten oder jemanden, der uns gut anleitet, nicht wahr? Wir sind ja Etage 3. Haben wir eigentlich Etage 2? Hatten wir da schon alle Leute ausgeknipst? Ich meine ja schon, aber ich will trotzdem mal das, mein Werk sehen. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Ganz hervorragend sogar. Ganz hervorragend. Gut, einmal raus, einmal wieder rein und... Wir sind auf Etage 1 angekommen. So, wir haben ja mittlerweile, also wir haben ja praktisch den Auftrag bekommen, uns irgendwie in den Süden zu begeben, an irgendwie eine Küstenstadt oder irgendwas in der Richtung. Und wir sollen wohl noch irgendwie aufs Meer hinaus, wenn ich es richtig verstanden habe. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vor allem ist es natürlich dunkel, es ist irgendwie immer dunkel. Ich würde aber ganz gerne vorher noch so ungefähr 1 Milliarde Dinge verkaufen, das muss ich wirklich mal sagen. Der Kofferraum ist ja hier schon mittlerweile sehr, sehr voll und ich würde ganz gerne meinen Stimpack-Vorrat auffüllen. Ich könnte einfach mal so ab und zu, weiß ich, so 99er Stapel von Stimpacks vielleicht in den Kofferraum legen als Ausgleich dafür. Halte ich für keine so schlechte Idee. Wie sieht es denn gerade bei dem Tank aus? Das können wir gleich mal rausfinden. Lass es erstmal speichern und... Ja, genau, schnell speichern, genau. Und vor allem würde ich gerne mal sehen, was das neue Lasergewehr eigentlich so kann. Zack. Du machst 25 bis 50 Schaden, also theoretisch mehr. Hast eine Reichweite von 45, etwas weniger als mein jetziges. Mikrofusion brauchst du. Munition 10 von 12. Und wie viel AP brauchst du? 5. Beziehungsweise wieder einen gezielten Schuss. 6. Ja, könnte man überlegen.
Ich würde mal sagen, oder ich sage einfach mal, wir suchen jetzt einfach mal ein paar Händler auf, decken uns ein mit Super Stimpaks und Stimpaks und so weiter und so fort, speichern. Muss aber erstmal gucken, wo wir uns hier eigentlich gerade ungefähr befinden. Beziehungsweise, wo wir dann irgendwie hinfahren können. Ich nehme an, hier werden irgendwelche anderen Basen dann dementsprechend sein. Wort 13 hilft mir nicht so wirklich. Die neue Kalifornische Republik. Gibt es denn hier schon Dinge, die ich gut machen kann? Bestimmt. Also Dinge verkaufen und kaufen zum Beispiel. Stadtmitte? Nee, lass erstmal zum Bazar gehen. Da werde ich erstmal den... Was willst du? Den Markus ansprechen, dass du bitte ich kurz mal hier warten sollst, bis ich zurück bin. Die Schraubstöcke an meiner Schulter fester an. Das freut mich. Weil ich glaube, der Waffenhändler hier hat ein Problem damit, mich zu bedienen, wenn du dabei bist. Oder aber du hast allgemein Probleme mit mir. Dann lass uns einfach gehen hier. Ja, das will ich. Gab es hier noch weitere Händler? Großartig. Ich glaube, so richtig viele gab es hier nicht, weswegen ich tatsächlich kurz erstmal direkt weiterfahre. Aber vielleicht kann man kurz noch so ein paar Dinger hier reinladen. Mikrofusionszellen, völlig in Ordnung. Hallo, guten Tag. Ich würde gerne mal hier eins davon hier reinstecken. Und wir gehen etwas weiter. Ich werde kurz mal ein bisschen meinen Intuitionen etwas folgen. Oder beziehungsweise Dinge, die ich noch gerade so im Kopf habe. Und wir fahren mal nach Wort 13. Dort ist nämlich ein Arzt ansässig, soweit ich weiß, der möglicherweise so einen Blocker hat. So einen Endorphinblocker. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Oder wir gehen nach Wall City. Da wollen wir immer vielleicht mal wieder hingehen. Können wir vielleicht wieder viele Dinge verkaufen. Und wir gehen hinein. Wenn ich denn... Ach nee, wir müssen hier. Irgendwie... Hallo? Ich sehe, es ist ungewöhnlich. Das mag vielleicht sein. Wo ging es denn hier rein? Es ging doch hier rein. Ach so. Ich habe die Tür nicht ergreifen können, weil ein Baum davor stand. Okay, ich würde gerne hier als erstes Geschoss, als erstes Untergeschoss dementsprechend. Ja, und auch hier kann man noch ein Stückchen weiter runterfahren. So. Hallo, lieber Doc. Hallo, ich bin Doc Jones. Du kannst mich auch Doc nennen. Was kann ich für dich tun? Ich möchte etwas fragen, und zwar... Arbeitest du für Dorian? Ja, hat man alles schon mal. Ja, das hatten wir alles irgendwie schon mal. Das Logo ist von dir. Ja, hast du noch irgendwas zum Tauschen? Ich glaube, du hast nicht mehr viel zum Tauschen. Ja, die kleine Kackwaffe, die ich glaube ich schon mal selbst gegeben habe. Okay. In dem Fall, danke für die Auskunft. Ich werde jetzt gehen. Das hat mir nicht wirklich geholfen. Wir werden also nach Wall City gehen müssen. Fahren müssen, wie auch immer. Geh weg, Sulik. Wo ist eigentlich Marcus? Ach, Marcus braucht noch Zeit, um hierher zu kommen. Ich verstehe. Und er braucht auch Zeit, um meinen Weg zu blockieren. Ja, alles gut. Dann gehen wir wieder hoch. Wie lächerlich einfach der Kampf doch hier verglichen war in den Vergleich zu den Kämpfen, die ich ja jetzt später durchgeführt habe. Also der Kampf, der hier war zum Beispiel. Da habe ich auch eine Weile beschäftigt, bis ich irgendwann den richtigen Dreh raus hatte, um letztendlich hier bei der voller Fahrstuhltür gut zu kämpfen. Okay. Die illegale Siedlung hat mir letztendlich also nicht geholfen. Fahren wir also ein Stückchen weiter nach Wall City oder nach New Reno, je nachdem, was gerade irgendwie in der Nähe ist. In Wall City waren wir schon lange nicht mehr, glaube ich. Broken Hills ist mir echt ein bisschen weit weg. New Reno ist hier. Wall City, wo war Wall City? Hier ist Redding. Modok, Wall City war relativ weit oben. Okay. Fahren wir also erstmal nach New Reno, weil es auf dem Weg ist. Ein Rudel mutierter Maulwurfsrat. Nee, danke. Fahren wir einfach weiter. Und was jetzt? Einigen Yakuza begegne ich. Wie dumm von euch. Er sagt Penner zu mir. Alle nur Messer, ist das richtig? Weil du da hinten nicht. Ein Wurfmesser, na gut. Eine Wakizashi-Klinge. Ah ja, das ist ja super.
Guck mal hier, mein Freund. 153 Punkte, immerhin. Ich gehe mal ein Stückchen zur Seite. Ich hoffe, dass Markus nicht ganz so viel Müll macht. Nee, Markus haut einfach drauf. Ja, und ihr versucht mich ganz schön abzustechen, aber ich glaube, ich werde diesen Kampf gewinnen, auch wenn es... Obwohl, es sind ganz schön viele Leute. Einer läuft schon wieder weg. Okay, irgendwelche Hofwasser. Uiuiui. Ja. Markus, du hast keinen getötet. Löblich von dir, aber nicht gerade das, was wir brauchen. Markus wird die ganze Zeit niedergestreckt. Okay. Er haut ab. Er wirft irgendwelche Messerchen. Okay, wie sieht es gerade aus? Du zum Beispiel, du hast nur noch 31 Trefferpunkte. Vielleicht kann man dich von deinem Elend erlösen. Man kann. Okay, der rutscht so weit weg, der ist wahrscheinlich tot jetzt. Oder auch nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir kriegen ganz schön viel Schaden. Die Wurfmesserherren sind doch ganz schön stark teilweise. Dann schießen wir doch mal auf dich. Ja, so stark vielleicht auch nicht. Sehr fein. Und Markus haut auf die Leute ein. Wenn auch nur mit sehr wenig Schaden. Ich muss, glaube ich, mal wieder eine richtig ordentliche Portion... Kopf. Munition verteilen. Na komm schon. Stirb endlich mal, du böser Yakuza. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein für ihn. Er wurde getötet. So, drei Yakuza fliehen. Ich gehe mal hier für zwei Schritte näher ran und guck mal, ob ich jemanden zufälligerweise mit einem Fangstruss, Schuss erwischen kann. Das kann ich. Geh noch einen Schritt näher ran. Aber weiter weg können sie offenbar nicht. Okay, warte mal, ich geh noch zwei Schritte näher ran. So, so und am Kopf. Das würde es... Warst du dann dementsprechend? In Ordnung. Und wieder zwei Schritte näher ran. Oh, ich muss nachladen. Na gut, da kann ich noch näher ran. Der läuft ganz raus. Ist in Ordnung, aber du nicht. 73% für die Augen. Wunderbar. Und ich gehe zwei Schritte näher ran. Er läuft weiter weg. Ich laufe weiter hinterher. So, und... Dürfte gleich für dich gewesen sein. Oder im Kopf nochmal. 85%. Okay, ich sehe dich nicht mehr. Du musst dich nicht verstecken. Ah, Mist. Und er ist draußen. Na gut, dann... Beenden wir den Kampf, ist auch völlig in Ordnung. Was habt ihr denn alles so dabei, meine lieben Freunde? Ich hoffe reichlich. Oh, du hast ein Schwertchen dabei. Das ist also die Wakazashi-Klinge. Ich glaube, die Wurfmesser waren gar nicht mal so gut und waren dafür relativ schwer, deswegen lasse ich sie mal am besten liegen. Die klingen nicht aber mit, ich weiß nämlich nicht genau, was die so bringen. Gut, das. Bis ich halt voll bin, mach es einfach mal. Sind offenbar sehr leicht, die Klingen, oder ich bin sehr stark. Schade, ich hätte ganz gerne noch ein paar Wurfmesser, ein paar richtige Waffen gehabt. Ist hier drin noch irgendwas Beachtenswertes? Und was ist das denn? Ja, eine Kiste. Nur etwas Munition, immerhin. Kann ich wieder raus? Ich kann wieder raus. Wunderbar. Lade ich mal nach. Speichere das Ganze und wir fahren weiter. Danke für euer Verständnis, liebe lustige Yakuzas. Und wir sind in Yurino angekommen. So. Hier muss ich, glaube ich, zur Commercial Row. Komme sogar ausnahmsweise mal tagsüber an, das freut mich aber. Und wir gehen zu Renesco, denn Renesco hat, glaube ich, immer einen ordentlichen Vorrat an Geld, den ich ganz gerne mal jetzt ausschöpfen möchte. Wir haben ungefähr 1 Milliarde Flammenwerfer, die wir verkaufen könnten an dich. Und unser Auto ist, glaube ich, auch hier in der Nähe. Nicht wahr, Renesco? Yeah. Was verkaufst du hier? Zeig mir mal, was du im Angebot hast. War das Renesco? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. Wie viel Geld hast du denn noch? Oh, das ist ein super Stimpack. Das allein ist schon sehr angenehm. Dann eine Red Away kann ich eigentlich auch mitkaufen. Gleich mal alle vier, die wir hier haben. Dankeschön. Die Stimpacks. So, bei 8000. Und 300 Gold hast du. Und ein bisschen Schund.
Gut, was bringt denn eigentlich so einen Flammenwerfer, würde ich gerne mal wissen. Ja, das ist mein Plasmagewehr, das würde ich ganz gern. Habe ich überhaupt keinen dabei? Ist auch geil. Gut, dann gebe ich dir mal hier die ganze komische Munition, die eh kein Mensch braucht. Und diese Faust für 2600, sehr gut. Die super tollen Granaten, ein Funkgerät noch dazu. Ich habe zwei Plasmagewehre, vielleicht gebe ich dir mal eins davon. 7750, das läuft doch schon mal sehr gut. Was benutzt du für eine Rakete haben? 7950 und noch eine zweite dazu, 8350. Das wirkt doch schon mal wie ein ganz guter Tausch. 8350, ich kann ja leider nicht das Scrollrad bedienen, mal benutzen. Und ich habe, was hast du, 8043, das heißt 307 Münzen. Hätte ich gerne noch dazu. Wunderbar, das bieten wir schon mal. Haben wir schon mal ein bisschen Ramsch weg, würde ich sagen. Wunderbar, was kriege ich eigentlich für so ein Schwert? Ah ja, 200, das ist gut. Da habe ich also mal flotten Tausender hier rumliegen. Sehr, sehr gut. Lass uns reden. Nimm. Und ich hau ab. Dankeschön. Aber war das Renesco, wo ich eigentlich hin wollte? Ich glaube ja fast nicht. New Reno Arms war das doch, wo ich hin wollte, oder? Ja. Aber dafür kann ich doch vielleicht nochmal hier an meinen Kofferraum gehen. So, wir haben ja noch diverse andere Raketen. Diverse Granaten haben wir noch. Und was ist das? Ein Lasergewehr. Noch ein Lasergewehr. Okay, wie viel haben wir denn davon? Kann ich also das Lasergewehr verkaufen, was ich gerade habe? Gut zu wissen. Und die Fäuste kann ich mitnehmen. Und einen Flammenwerfer, die brauchen nämlich ganz schön viel Platz. Und dafür, das passt noch, okay. Kann ich jetzt hier scrollen? Nein, kann ich nicht. Schade. Was ist das denn? Noch weitere Flammenwerfer, ein Kampfmesser. Wir haben zwei Raketenwerfer aus Gründen. Passt nicht mehr, in Ordnung. Hier die goldene Gecko-Haut nimmt unnütz Platz weg. In Ordnung. Wir haben so viele Raketen. 11 normale. Wieso sind die ja nicht gestartet? Achso, das ist eine andere Rakete. Ah, ich verstehe. Gut. Dann haben wir diverse Kampfmesser. Diverse kleine Messer haben wir. Hab aber schon das Maximum meiner Tragfähigkeit erreicht, deswegen gehe ich einfach so hin und verkaufe dir Krams. Hallo, guten Tag. Kann ich meinen Sonderposten sehen? Den super Vorschlag haben wir, hast du bereits oder habe ich bereits? So rum. Hast du irgendwas Gutes? Schrott. Nee, Schrott ist nicht gut. Schrott zeichnet sich dadurch aus, dass es eben nicht gut ist. Und du hast 425 Gold, das ist wirklich nicht viel. Was kostet denn so eine Faust doch mal? Oh, gut, dann nicht. Was kostet denn so ein Wurfmesser? 100. Dann nimm noch drei weitere, sehr schön. Nehme ich schon mal das. Okay, ansonsten habe ich nichts, was du dir leisten kannst. Und du hast nichts, was ich dir verkaufen möchte. M60 bestimmt ganz gut. Frage nur, ist es gut genug, dass ich es kaufen möchte? Wahrscheinlich erstmal nicht. Ich habe so viel Kram im Inventar. Brauche ich jetzt nicht unbedingt das. Bazaar nochmal, okay. Das biete ich dir erstmal. Hast du denn in deinen normalen Tauschobjekten noch irgendwas Feines? Mehr Geld zum Beispiel oder Stimpacks einfach nur? Ach nee, warte mal. Reden. Wenn ich jetzt das anklicke, komme ich. Ah, jetzt komme ich zum anderen Inventar. Okay, Metallrüstung Mark 2. Dann irgendwie die komische Crease Gun. Okay. Irgendwelche Billigrüstungen und Billigkram, die ich ja schon mal irgendwann verkauft habe. Ja, klar. Dynamit hast du einmal. Interessant. Warte mal, hast du eigentlich die Magnum? Nein. Die Munition, die ich brauche, 14mm SKG, ist es, glaube ich, nicht. Granate. Nein. Du hast wirklich nichts mehr. Du bist echt unnütz, mein lieber Freund. Dann werde ich tatsächlich zurückgehen nach War City. Speichern. Und werde gucken, ob ich da noch etwas loswerden kann. Ein bisschen was verkaufen. Okay. Wo ist denn War City? Ganz weit oben. Ich könnte natürlich jetzt auch noch die Raiders angehen, aber ich muss sagen, ja gut, ich könnte sie wahrscheinlich jetzt besiegen, aber ich will jetzt mal ganz gerne wieder ein bisschen weniger kämpfen. Wir haben jetzt in den letzten Folgen sehr, sehr viel gekämpft.
Zum Hof. Haben wir da schon irgendwas, das wir verkaufen können? Da haben wir ja schon Händler. Auf jeden Fall. Der ist er ja, genau. Einmal gespeichert. Einmal tauschen, bitte. Was hast du denn? Hast du Geld? Mein junger Freund, hast du Geld? Guck mal, du hast 223 SKG. Das ist schon F. Ja, du weißt schon. Für 680. Lächerlich wenig. Dann nehme ich noch die beiden Stimpacks mit. Was immer sie auch kosten mögen. Sehr gut. Oh, das nehme ich auch noch mit. Dankeschön. Ansonsten hast du hier einmal Sprengstoff. Ist okay. Seile. 210 Gold. Okay, 2975 hast du. Okay, das wäre schon mal etwas. Achso, was kostet eigentlich der Flammenwerfer? Der ist nämlich ganz schön schwer. 2075, wenn ich das richtig sehe. Okay. Und 2975 hast du gesagt. Dann gebe ich dir noch alle davon. Wunderbar. Dann kann man es nicht ein bisschen ausgleichen. Dann gebe ich dir, glaube ich, noch alle davon. Ah, das war dumm. Das war dumm. Okay. Ich hätte gerne mal 3 zurückgenommen. 3275, das passt doch. Ja, gerade so nicht. 3175, das müsste doch wunderbar hinhauen. Ich hätte gerne mal 100. Quatsch, ich hätte gerne 200. Abbrechen. 200. Sehr fein, dann biete ich dir das und habe jetzt wieder ein bisschen mehr Stuff und bin ein bisschen was losgeworden. Das freut mich schon mal sehr, dankeschön. Und in den anderen Laden gehe ich auch gleich, aber erst am besten in der nächsten Folge. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis dann.